Das Seltsame, was wir jetzt hier haben, dass man Erfahrungsstufen verbraucht. Ich meine, normalerweise, wenn du irgendwas machst, irgendwas baust, gewinnst du doch an Erfahrung. Das wäre halt so logisch abgeleitet aus dem Leben heraus. Ja. Das ist auch, ich meine, ich weiß nicht, wie es hier ist. Werden da Level irgendwie, gibt es da so eine Rangliste oder? Nee, nicht. Nee, aber du kannst ja Level dazu gewinnen, ja. Indem du halt gewisse Sachen abbaust. Ja. So funktioniert das. Ja. Ja. Ich will das mal einsortieren, dann zeige ich dir gleich, woran ich. Hast du eigentlich auch eine Wohnung? Nee. Hab ich so gesehen nicht, aber. Wieso hast du keine Wohnung? Aber guck mal, ich habe euch ja schon letzte Aufnahmesession was gesagt. Und dann mal gucken, was der gute Oliver gleich dazu sagt. Denn, vielleicht hast du es ja schon gesehen, hier irgendwo. Mein Bordell? Nein, aber hier irgendwo in meinem Gebiet, wo wir auch schon eben waren, da ist nichts gebaut. Da gibt es sicher viele Gebiete, wo nichts gebaut ist, oder? Ja, aber jetzt, weil das hier ist ja so mein Gebiet, wo hier ja alles ist. Mhm. Deswegen. Und da ist halt wirklich so ein Fleck, da hatte ich wirklich mal ein Haus, aber habe das abgebaut, weil ich halt dieses kleinere gebaut habe. Vielleicht erinnerst du dich noch. Ja, das von Beginn an jetzt hier, ne? Genau. Das kleine. So, Kopper bringe ich auch noch mal kurz nach oben und brenne ich. Und vielleicht hast du ja eine Idee, was man da bauen könnte, weil du hast jetzt so gesagt, Mensch, du hast ja kein Haus. Hm. So gesehen ist ja mein Lager eher mein Haus, muss ich zugeben. Aber vielleicht hast du ja sonst eine coole Idee, was man da bauen könnte. Guck mal, da hinten stehst du einfach gut, ich kann das jetzt. Mit den roten Augen. Das ist echt geil. Das gefällt mir. Ja, die Tür kann ich eigentlich mal abbauen. Ich hatte die hier mal hingestellt, weil ich zu viele Sachen dabei hatte, um zu rennen. Kann ich die gleich woanders hinpacken. So. Das dauert nicht lange. Ja, du kannst jetzt auch mal gerne über die Gamescom auch ein bisschen mehr erzählen. Ja. Also, wie das so für dich war, weil du warst jetzt mit mir gemeinsam das zweite Mal ja auch jetzt da. Ja, genau. Das war ganz cool, wie ich finde. Ja, man muss natürlich sagen, ich bin jetzt nicht der Gamer, ne? Ich habe eine überschaubare Menge an Spielen gespielt und spiele zurzeit eher nicht, ne? Wenn dann vielleicht mal mit Daniel FIFA oder sonst was. Oder Fußballmanager. Ja, Fußballmanager, genau, das hatten wir. Hast du eigentlich mal weitergespielt? Nee, keine Zeit, das ist jetzt so, ne? Momentan ist echt. Nee, auf jeden Fall fand ich es gerade mit so einem Abstand, den man zu dieser Welt hat, finde ich es interessant, da mal reinzuschauen. Ich meine, gut, ich bin jetzt nicht total. Dämlich, was für Spiele angeht, ne? Und von daher mit so ein bisschen Vorwissen konnte man da einen interessanten Einblick in das Ganze erhaschen und ja, natürlich was mich so am meisten interessiert hat, war unter anderem FIFA, ne? Ja. Das Fußballerherz. Da standen wir auch dreimal oder so an oder viermal, ne? Dreimal, ne? Dreimal. Wir haben insgesamt drei Spiele gespielt. Ja, aber das haben die auch echt klug gelöst mit den, was weiß ich, 400, 500 Bildschirmen oder was weiß ich, ne? Ja, das war. Das war echt massig und so konnte man relativ schnell reinkommen, trotz vieler wartender Leute. Also, das war echt geil. Ja, und dann bei PES haben wir auch ein bisschen probiert, aber das ist echt boah, nicht so meins. Meins auch nicht. Also, ich hasse PES. Ja, ansonsten interessant fand ich noch Mario Kart, als wir das da angespielt haben. Ja, und was war das andere? Tale of Two Brothers? Oder? Nee, das ist nein, das, was du hast. Das andere war hier, wie heißt das? Unravel. Unravel, ja, Unravel genau. Unravel 2. Ich hatte einmal diese Tale of Two Brothers gesehen. Und da war Unravel echt eine interessante, anspruchsvollere Sache im Vergleich dazu. Ja, das stimmt. Fand ich cool, das anzuspielen. Mhm. Da muss ich sagen, habe ich auch eine schlechte Figur gemacht. Ja, ich war ja aber auch nicht so gut darin. Habe die ganze Zeit aufgehalten. Bei einer Sache, da haben wir beide gebraucht. Aber bei der anderen Sache, ich glaube, da war ich immer so minimal dann nur vor dir halt da. Ey, die Leute, aber die hinter uns standen und gewartet haben, die haben auch so ein bisschen. Ja, das war ja auch so, dass ich bei mir warten musste. Ja, nur wegen dir. Weißt du, wir hatten an einem Tag, wollten wir Unravel 2 spielen. Und ungelogen, eine halbe Stunde lang haben wir gewartet, haben auch geguckt, okay, da ist jemand, sind kurz weggegangen, aber ungelogen so 30 von 30 Minuten waren da diese zwei Typen vor uns. Also,
entweder sollte das noch länger, wir sind ja weggegangen, ne? Ja, genau. Entweder sollte da ein Zeitlimit sein, so wie bei FIFA, weil bei vielen anderen Dingen, ne? Weil das wäre echt gut gelöst, dass da dieser Timer runterging, finde ich. Oder halt wirklich, dann soll da eine Begrenzung sein, aber das fand ich halt echt blöd gelöst. Ja. Naja, aber ist halt so, ne? Ja. Ja, aber ich glaube, das waren so selten Extremfälle, die wirklich so lange da waren. Ne? Das waren halt diese zwei und dann muss man halt hinnehmen. Ne, nee, aber ansonsten, was fand ich noch cool? Ja. Wenn du überlegst, das hier ist die Höhle, an der ich arbeite. Ja, was soll da werden? Da wird die Höhle draus aus Lost. Das heißt, hier irgendwo so in dieser Ecke kommt dann so ein kleiner Wasserfall rein, so ein ganz kleiner. Und dann halt auch so kleine Schlafplätze, die ich baue. Das alles baue ich hier noch ab. Also dieser Block hier. Und dann mache ich halt noch Boden und Decke, sodass halt wirklich nur dieser Stein überall ist und ich halt zum Beispiel hier auf dem Boden herde. Du kannst gerne weiter erzählen. Ich baue einfach in der Zeit hier weiter ab. Ja, sonst was ich natürlich auch noch gut fand, Hades, ne? Ja, Tischtennis mit Kopfball. Das war ganz cool. Ja, also wir beide auch so durchaus talentiert. Wir haben selten gespielt, ne? Das stimmt, das letzte Mal vor drei Jahren. Ja, wir haben es nur diese beiden Male gespielt, ne? Aber es lief schon letztens gut und jetzt noch besser gefühlt, ne? Also da kann man durchaus sagen, dass wohl ein Talent vorhanden ist, aber... Und wir haben Oliver hat auch ein Foto gemacht, also jemand hat da ein Foto von uns gemacht. Oliver hat das auf Instagram online gestellt und... Witzigerweise hat der amtierende Weltmeister in Hades die Weltranglisten 1, Welt- und Europameister, dann das Bild geliked. Ja, aber na gut, was ist schon der Weltranglisten erste in Hades, ne? Ja, aber trotzdem, ich finde find ich echt lustig, ne? Ja. Ja, gut, mein persönliches mitunter Highlight war natürlich noch Bushido, ich als Fan von Deutschrap und ja, auch ein Fan von Bushido, fand das echt cool. Knapp das Selfie verfehlt. Da waren noch zwei Leute in der Schlange, beziehungsweise nee, nicht zwei Leute in der Schlange, aber halt vor mir war, genau, er nur noch einer und ich war der zweite, ne? Und dann hieß es plötzlich in der Schloss und konnte ich's knicken, ne? Ja, insgesamt einfach cool, also viel Konkretes fällt mir jetzt nicht ein, aber ja. Wir haben gesehen, sonst vielleicht noch so Freizeitaktivitäten, aber hat ja nichts mit der Gamescom zu tun. Nee, Freizeitaktivitäten, die wir dann hatten, die, also teilweise nach der Gamescom natürlich, ne? Ja. Aber auch dann die zwei Tage nach der Gamescom. Also wir hatten ja direkt nach der Gamescom an den beiden Tagen, Mittwoch und Donnerstag, ne? Ja. Hatten wir immer Essen. Da war ja einmal All You Can Eat beim Asiaten, quasi am Messegelände, ne? Ja, und einmal beim Mexikaner. Ja. Da kann ich euch eine echt tolle Geschichte erzählen. Oliver weiß schon, was kommt. Also, erstmal so hingesetzt und haben geguckt, so was es zu essen gibt. So, ungelogen, bei den Vorspeisen stand 15 Chicken Wings oder 16 oder 17. Ja, stand einfach nur Chicken Wings, ne? Ja, oder nur. Das waren so 16, 17, wenn ich mich nicht irre. Ich finde, das war locker eine Mahlzeit. Ich habe so gedacht, nimm die mal, vielleicht sind das so ein paar. Die kann ich davor essen, ehe ich sonst irgendwie sonst so ein schönes mexikanisches Gericht dann esse. Ich war danach echt satt, muss ich zugeben. Auch mit der Soße, also das war echt lecker. So, ich weiß gar nicht mehr, was du dir geholt hast. Ja, mir so eine ganze mexikanische Platte geholt, ne? Ja. Und, so war die zumindest, so war die genannt, ne? Mexikanische Platte oder so. Ja, das Witzige war ja dann, ich habe davon Fotos gemacht, also auf... Instagram könnt ihr das mal gerne ansehen, falls ihr mir da noch nicht folgt. Links zu meinen Social Media Seiten sind unten in der Beschreibung. Aber ja, da war dann wohl jemandem das Essen etwas zu scharf. Ja, wobei ich es ehrlich gesagt auch so wollte, ne? Ja. Also es war nicht das komplette Essen, es war ich hatte eine Platte und dort war einmal in so einer Riesentortilla oder so, keine Ahnung. Sah aber echt cool, war so ein, so ein Fleischgericht, ne, mit ein bisschen Gemüse und die Soße war mega scharf, ne. Mega scharf, also da habe ich echt gut geheult und bin eskaliert, also so dezent eskaliert, wie auch immer. Ja, Daniel hat da schöne Fotos von gemacht. Ja. Ja, und das Restaurant hat ja darauf reagiert, ne. Weil Stimmt, genau. Stimmt, und ja, dann das hat das Restaurant selbst das Foto geliked.
ja, geliked und einen Kommentar hinterlassen, glaube ich. Ja, auch, ne? So. Und dann müsste ich gucken, wie ein Kommentar das ist. Ja, die haben dann solche drei Feuerzeichen hinterlassen, so von, ne? Drei Flammen halt. Ne? Stimmt, da war ja was. Können wir mal schnell gucken.